Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ein kleines Seelenstrip an euch. Irgendein Teamchen möchte hier raus, möchte angeschaut werden oder irgendwas könnte für dich hier wichtig sein. Und ich schaue mir dir jetzt, was das ist. Und dann fragen wir natürlich das Universum nach einem Rat für dich, ne, was hier vielleicht jetzt wichtig sein könnte. Entscheiden tust du natürlich immer selber. Bitte bei den Orakeln wirklich beachten, ne? Hört auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr damit in Resonanz geht, ist es super. Aber wie gesagt, Kartenlegungen nehmen keine Entscheidungen ab, ne? Sondern können lediglich eine Hilfestellung sein. So, dann gucken wir mal, was ist denn das aktuelle Thema hier? Die Schwarzmalerei, ne? Ja, du kannst nichts Positives erwarten, wenn du negativ denkst. Vielleicht bist du momentan in so einer Situation drinnen, ne, dass hier sehr viel Pessimismus aktuell, Pessimismus herrscht. Vielleicht bist du ein bisschen mutlos oder du bist halt relativ skeptisch gegenüber irgendwelchen Sachen, ja, immer so in der Hoffnungslosigkeit, ja, das wird eh nichts, das klappt eh nicht, das wird wieder so. Und das ist halt einfach Schwarzmalerei, ja, und um die geht's jetzt heute. Und dann gucken wir uns mal an, was haben wir denn hier unten? Ja, wie passend, solltest du mal den Blickwinkel ändern, ne? Und das heißt, wenn du den Blickwinkel änderst, dann hast du sofort eine andere Sichtweise darauf. Also genau hinschauen und vielleicht die ein oder andere Entscheidung, die du gerade vorhast, nochmal zu überdenken, ja, ob du das wirklich hier aus der richtigen Energie machst. Gut, schauen wir mal, was fällt denn hier auf die Schwarzmalerei? Was ist der Rat dazu? Ja, ich habe es schon gesehen. Na, guck mal, der Sarg. Kannst du gleich mal in die Tonne treten hier, ne? Wir sind hier nicht in der pessimistischen Energie, sondern in der optimistischen, positiven Energie. Und da sollst du auch wieder reinkommen. So, schauen wir mal weiter. Also irgendwas, das muss auf alle Fälle hier zu Ende gebracht werden. Klassisch in den Sarg gelegt. Dann haben wir hier die Ruten. Und wir haben hier den Baum. So, und da geht es um Abschluss und Transformation, wie ihr hier schon seht. Und das Hauptthema in der Mitte ist die Bereinigung. Ja, und wir haben hier den Ring, das heißt, etwas Wiederholendes. Kann natürlich jetzt auch in partnerschaftlichen Sachen sein, in zwischenmenschlichen, in Verträgen. Ne? Wenn ich natürlich da immer negativ eingestellt bin, dann kann sich ja auch nichts Positives zeigen. Das heißt, das, was sich also hier wiederholt, da geht es jetzt daran an den Speck. Ja? Und wirklich in die Bewegung zu kommen und hier mal zu gucken, was haben wir denn hier für Ängste? Na, weil du kannst es hier, indem du in Bewegung kommst, mit Sicherheit hier ablösen. Das heißt, dich aus diesen Verstrickungen, Verwicklungen befreien, an denen du aktuell gerade noch festhängst. Ja, braucht halt ein bisschen Arbeit. Das heißt, dass ich also daran arbeite, mit mir selber wieder in den Ausgleich zu kommen, in die Harmonie. Wenn natürlich jetzt, und werden natürlich einige sagen, ja, aber die Situation ist ja schon so beschissen, wie soll ich da? Ja, indem du gerade aus der Situation wirklich das Beste rausholst. Ich weiß, das hört sich immer ein bisschen geschwollen an. Aber ich kann das Glas halb leer sehen, ich kann das Glas aber auch halb voll sehen. Und genau um das geht es. Das heißt, wenn also die Situation gerade so ist, dass man am liebsten schwarz malen möchte, ja, bringt das aber nichts, weil das ändert an der ganzen Situation dann auch nichts. Sondern es geht darum, positiv zu sein und zu sagen, okay, die Situation ist gerade, wie sie ist, weil sie gut so, wie sie ist, ist. Sonst wäre sie nämlich anders. Das heißt, es hat ja einen Sinn, auch wenn wir den Sinn nicht immer dahinter verstehen, zuerstmals, ja. Aber je mehr ich natürlich in die Annahme und Akzeptanz reingehe, umso mehr kann ich es mir selber erstmal erleichtern. Das heißt also, eine andere Sichtweise drauf werfen, ja, dass ich es einfach mal von der anderen Seite sehe. Dass es vielleicht gar nicht negativ ist, sondern positiv, weil es meiner Entwicklung dient. Ne? So, jetzt schauen wir mal auf den Sarg. Da ist halt der Wille sehr ausschlaggebend. Ne? Will ich negativ oder will ich positiv denken? Lasse ich mich runterziehen oder gehe ich nach oben? Bleibe ich bei mir selbst oder lasse ich mich ablenken? So, eine Karte. Dankeschön. So, auf den Sarg haben wir hier die Wiege und den Anker. Das heißt, das, was jetzt erstmal losgelassen werden darf, ist, dass du meinst, dass du müsstest jetzt sofort eine Entscheidung treffen, du müsstest vielleicht hier irgendetwas über den Zaun brechen. Nein,
Musst du nicht, weil Druck erzeugt Gegendruck und dann passiert schon mal gleich gar nichts. Also löse dich von dem ab, dass man sagt, du müsstest sofort immer und überall eine Entscheidung treffen. Löse dich aber auch bitte von dem ab, dass es hier keinen Weg mehr geben würde. Ja, das ist so die klassische Kombination, wo man sieht, ja, es geht sowieso nicht weiter. Hier ist Feierabend. Es wird sich keine Tür mehr öffnen. Leute, das war noch nie so im Leben. Ja, wo eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue. Und das wird auch relativ kurzfristig gehen. Ja, also hier geht es wirklich darum, die Hoffnung nicht zu verlieren, sondern wirklich zu schauen, dass man sagt, so, ich transformiere das. Ja, ich gehe jetzt hier aus dieser negativen Energie raus. Ja, die Hoffnung, dass sich das erledigt, darfst du haben, wird sich. Na, und schau mir an, warum ich hier so unsicher bin. Oder warum ich mich vielleicht auch verunsichern lasse. Na, weil hier gibt es ja eine Wende oder hier soll ja eine Wende rein. Und die kann halt nur stattfinden, wenn du wirklich an deiner inneren Sicherheit und Stabilität arbeitest und dir oder dich nicht immer wieder vom Verstand hier leiten lässt, sondern klar im Gedanken bist. Weil je mehr du dich da verwickelst und verstrickelst, umso beschissener wird es natürlich, ne? Der Kurpark, ne? Da haben wir es so schon. Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Also das heißt, wirklich schauen, dass du gehst den Weg der Heilung, vergiss das nicht. Ja? Und die Dinge, die in deinem Leben hier passieren, die passieren nicht, weil man dich ärgern will, sondern weil es deiner Heilung dient oder deiner Entwicklung dient. Und wenn ich das mal von dieser Seite aus sehe, dann ist das ja eigentlich schon wieder sehr positiv, weil ich möchte mich ja entwickeln und ich möchte ja meine Dinge heilen. So. Und da bringt es nichts, wenn ich davon besessen bin, ja, dass ich sage, ja, das wird sowieso nichts. Ja, und dann übe ich Zwang auf mich selber aus oder vielleicht auf andere oder führe da hier irgendwelche Machtkämpfe mit mir. Das bringt nichts, weil das wirft dich hier nur noch weiter in die Depression vielleicht rein oder nur noch weiter in die Melancholie, in die Sinnlosigkeit, ne, in die tiefe Trauer. Und das muss ja eigentlich nicht sein, sondern es geht ja darum, dass du wieder in den Flow kommst. Ja, und deswegen löse dich davon ab, dass das deine Endstation ist, weil das wird es nicht sein. Schauen wir mal auf die Routen. Die Wolken. Ja, also zum einen Ordnung und Struktur schaffen, dass du also wieder in deine Stärke kommst und wenn du wieder in deiner Kraft, in deiner Stärke bist, dann lichtet sich auch das Feld. So, es kann natürlich auch jetzt hier sein, dass hier noch vergangene Themen eine Rolle spielen, dass man sagt, ja, deine Unsicherheit ist vielleicht durch ein Vaterthema entstanden oder eben ein Thema aus der Vergangenheit und das darf ja nun auch hier aufgeräumt werden. Wir haben ja nochmal die Routen drunter. Also es geht wirklich um Ordnung und Reinigung gerade, ja. Und ich krieg's ja in den persönlichen Beratungen auch mit, ne? Vereinzelt sind Leute dabei, denen geht es wirklich gut. Und ein paar andere Leute, ne? Die musselt es halt noch ziemlich durch. Aber das ist jetzt nicht, dass das heißt, dass du dir deine Themen nicht angeschaut hast, ne? Oder dass es da nur, Entschuldigung, für dich hier bergab geht, sondern dass einfach ein Reinigungsprozess stattfindet. Und natürlich, wenn ich mir diese Dinge nochmal anschauen muss, die ja letztendlich abgeschlossen und geheilt werden dürfen, dann kann das natürlich erstmal nochmal ein bisschen unangenehm werden. Ja, aber wichtig ist, dass du dir hier auf alle Fälle selber treu bleibst, dir vertraust, ja, dass du also deine tiefer liegenden Ängste hier mit Sicherheit in den Griff bekommst, aber eben durch die Kommunikation mit dir selbst, dass du da also schaust, dass du selber wieder in den Einklang bringst und dich bitte schön nicht von außen hier befuzeln lässt, ja, weil außen ist nur die oberflächliche Kommunikation. Die brauchst du nicht, sondern du brauchst die tiefen Kommunikation mit dir selbst. So, was haben wir hier noch? Für eine hübsche Klärungskarte drauf. Schau mal, den Joker. Das heißt, du hast einen Trumpf in der Hand, ja, oder du kannst hier, ja, du kannst hier im Endeffekt das Blatt wenden, ja, und ist vielleicht etwas, was dich selber ein großes Erstaunen setzen wirst, wenn du erstmal angehst, ja, dass du sagst, wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das kann. Doch, kannst du, ne? Also hier kannst du ganz viel erreichen, ne? Wenn du wirklich deine Trümpfe, die du in der Hand hast, auch wirklich ausspielst, weil du hast alles in der Hand, was du brauchst, ne, um dieses Thema hier abzuschließen. Und da haben wir die Serendipität, die ja auch sagt, du wirst
etwas finden, wonach du gesucht hast. Ja, wenn du dich jetzt wirklich nochmal hinsetzt und schaust, was ist das hier genau? Ja, also du wird eh Schicksalsfügung sein, dass man dir vielleicht auch die Informationen reinbringt. Wie gesagt, es kann durch Kommunikation vom Außen sein, es kann aber auch Zeichen und Pulse aus dem Universum sein. Du wirst auf alle Fälle zur rechten Zeit am rechten Ort sein, um das hier zu tun oder beziehungsweise zu bereinigen, abzuschließen. Aber wie gesagt, der Blickwinkel ist natürlich hier mega wichtig. Ne? So, da haben wir auf dem Baum haben wir den Hund. Oh, eine hätte ich gerne noch, bitte. Ein Kerterle, bitteschön. Danke. So, schau mal. Sobald du nämlich hier in das Wachstum reingehst, sobald du dir anfängst, dir selber zu vertrauen, kann auch dieser Wandel vollzogen werden. Ja, es geht also darum, die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen und dir selber einfach auch zu vertrauen. Dem Weg, der dir gezeigt wird, dann auch zu vertrauen oder gerade dem Weg, auf dem du dich befindest, auch zu vertrauen, ne? Weil es schon einen Grund hat. Man möchte ja, dass du in die Veränderung gehst. Nehmen wir wieder die Routen drunter. Ne? Also hier möchte man, dass du etwas noch bereinigst. Hier muss man noch mal etwas auf den Grund gehen. Ne? Wir haben noch ein paar Kummer, Sorgen, Ängstlein, die hier noch rumschwirren. Aber wie gesagt, das kannst du hier sehr schön in den Ausgleich bringen, wenn du mit dir in die Kommunikation gehst. Das heißt, es öffnet dich auch, dass du mit dir sprichst und dir nochmal anguckst, was ist denn hier eigentlich, was mich hier verunsichert oder was ist hier noch nicht spruchreif, wo habe ich vielleicht noch nicht hingeguckt, auf welche Veränderung läuft es denn hinaus? Ne? Sie haben einmal die männliche Karte hier, nochmal die Sense, also männliche Aktivität, etwas zu tun, damit ich hier wirklich in meinen Erfolg komme. Ne? Also raus aus der Schwarzmalerei, es ist alles in Ordnung, ne? Es hat schon seinen Sinn, warum es so ist und versuche es wirklich mal aus einer anderen Sichtweise zu sehen oder dir das Positive aus dieser Situation rauszuziehen und das kann ich halt nur, wenn ich mit mir selber ins Gespräch gehe und erstmal gucke, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst, ist es denn wirklich so schlimm, das heißt, ist mein Herz d'accord mit meinem Kopf. Oder fuselt hier nur mein Kopf rum, aber mein Herz sagt wieder ganz was anderes. Das heißt, wenn ich eigentlich innerlich ruhig bin, ja, und alles ist eigentlich soweit in Ordnung, nur mein Kopf labert die ganze Zeit, dann weiß er eigentlich Bescheid. Ne? Also da auf sein Gefühl hören, wirklich reinfühlen, zu sagen, das, was hier gerade ist, fühlt sich das wirklich so schlecht an, wie mein Kopf es mir einredete. Guck, die dritte Frau, ja. Mehr Körperbewusstsein. Schau, achte auf deinen Körper, welche Signale dein Körper dir sendet, ja. Lass es dir gut gehen, schau auf dich, achte auf dich. Und dann hast du auch den Geldregen hier wieder da, ne. Das heißt, Aufschwung. Kann jetzt ein finanzieller Aufschwung sein, wenn du gerade hier sagst, ja, was labert die, ich habe finanzielle Probleme und so weiter. Je mehr du dich von diesem schwarzen, pessimistischen, negativen umdrehst, umso mehr wird es wieder in die Fülle gehen, ja. Also hier haben wir schon den Aufschwung, der wieder reinkommt. Kann jetzt unter Umständen eben eine Beförderung sein oder ein erfolgreicher Job, ne, eine Zusage, eine Zusatzleistung, die du vielleicht dann bekommst, irgendeine Idee, die du hast, die sich jetzt dann auszahlt, vielleicht auch eine erfolgreiche Selbstständigkeit. Aber wichtig ist, wie gesagt, aus diesem Schwarzdenken rauszugehen, dass es hier nicht weitergehen würde, gerade wenn du hier vielleicht jetzt im finanziellen Bereich Probleme hast, ja, sondern des Weges Vertrauen, das Positive rausziehen, ja, wirklich im Vertrauen zu bleiben und zu sagen, ich werde hier geführt und geleitet, weil das wirst du und du bist ja auch beschützt. Ne? Man möchte nur, dass du die Themen aus einem anderen Blickwinkel betrachtest oder vielleicht einige Entscheidungen, die du gerade vorhast, die eben aus dieser Schwarzmalerei entschieden werden sollen, vielleicht nochmal überdenkst. Ne? Also wie gesagt, es kommt hier ein Aufschwung rein durch deine Ordnung und durch deine Struktur. Ja? Und das ist natürlich auch hier wichtig, die Willensstärke, die natürlich eine große Rolle spielt. Unterm Blickwinkel, guckt mal, wie schön das ist. Also das heißt, wenn du anfängst, deinen Blickwinkel hier zu ändern, dann haben wir hier schon das Früchte tragen. Ja? Dann ist dein Ziel eigentlich eh schon greifbar nah und dann darfst du dich natürlich hier auch auf einen großen Erfolg mit reicher Ernte freuen, ja, weil du dem Universum vertraut hast, also deiner inneren Weisheit, das heißt deinem Bauchgefühl, deiner Intuition. Na? Und das ist hier ganz wichtig. Deswegen nochmal für dich, prüfe, wie du dich fühlst und ob dein Gefühl d'accord geht mit dem, was dir dein Kopf sagt.
Na, das ist immer, weil im Endeffekt, wenn ich heute ruhig bin und mein Kopf labert und labert und labert, dann weiß ich, weg damit. Na, es ist nur Blödsinn. So, da ist sogar meine Kerze ausgegangen, habe ich gerade gesehen. Also, hier weißt du Bescheid, na, raus aus der Schwarzmalerei, beende das, geh auch von dem runter, dass es hier nicht weitergehen würde, weil es wird weitergehen, ja. Schau da nochmal in dich, geh mit dir in die Kommunikation, schau dir nochmal an, wo diese Unsicherheit herkommt. Ist mit Sicherheit ein Thema aus der Vergangenheit oder eben aus der Kindheit, vielleicht mit Vaterthematik was zu tun hat. Du hast den Trumpf in der Hand, den musst du jetzt nur ausspielen und dann geht es hier auch schon in die schöne Veränderung rein. Und genau so lasse ich das jetzt stehen, meine Lieben. So, wir hören uns mit einem neuen Orakel. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, fühlt euch mal lieb gedrückt und bis bald. Tschüssi!